Mannschaft von Trainer Fötschl steht weiterhin bei erst einer Niederlage in dieser Saison. Doch auch Strasswalchen trumpft bisher mit Coach Karlhammer richtig auf. Denn auch sie haben erst einmal den Platz als Verlierer verlassen müssen. Die erste Offensivaktion darf der SAK für sich verzeichnen. Doch Federers Schuss geht übers Tor. Und auch die Hereingabe von Jukic wenig später ist zu ungenau, um für Gefahr zu sorgen. Strasswalchen in Hälfte 1 kaum präsent in der Offensive. Defensiv machen sie es dem Gegner immerhin etwas schwerer und können vorerst den Treffer aus dem Spiel verhindern. Doch wenn's am Boden nicht funktioniert, hilft oftmals ein ruhender Ball. So auch in Minute 38. Ein traumhafter Freistoß aus etwa 20 Metern schlägt genau ins Kreuzeck ein. Freuen darf sich Mersudin Jukic über seinen Saisontreffer Nummer 8. Wenig später geht's dann mit diesem gerechten Ergebnis in die Kabine. Nach der 15-minütigen Pause geht es Strasswalchen besser an und wirkt frecher. Doch Hans-Peter Berger hält seinem Team den Rücken frei. Das Spiel ist jetzt deutlich offener, obwohl der SAK die Partie weiterhin kontrolliert. Strasswalchen bis Minute 60 mit einer klasse Leistung. Doch dann schaltet der Tabellenführer wieder einen Gang nach oben, bringt den Topstürmer Koppeleder und schon ist man wieder das bessere Team. Christoph Koppeleder harmoniert wie so oft exzellent mit seinem Partner im Sturm, Mersudin Jukic. Doch auch dieser vergibt mal Chancen wie diese. Die Flachgauer versuchen viel um das Tor erzielen, haben damit jedoch kein Glück und können selbst die rote Karte von David Mühlbauer in Minute 82 nicht ausnützen. Und so geht die Siegesserie des SAK weiter. Strasswalchen zeigt zu lange zu wenig Offensives und verliert verdient in Salzburg. Ja, super Wochen für uns mit zwei sehr, 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 sehr schweren Spielen gegen Altenmarkt auswärts. Und Strasswalchen ist dabei ein Vierter zu Hause. Wir haben beide gewonnen, das war unser großes Ziel. Man hat schon gemerkt, heute ein bisschen Substanz hat es gekostet unter der Woche, das Spiel. Aber es war über 90 Minuten ein sehr souveräner Auftritt in der Defensive. Strasswalchen hat meines Wissens nicht einmal aufs Tor geschossen in Wahrheit. War der Hans Nüssig auch verdient. Das zweite Tor haben wir nicht gemacht. So gesehen ist spannend geblieben, aber für mich jetzt eine souveräne Leistung und bin sehr stolz auf die Mannschaft. Ja, ich bin mit der Leistung zufrieden. Bin definitiv mit dem Ergebnis nicht zufrieden. Ich glaube, dass wir in der ersten Halbzeit ein bisschen zu ängstlich agiert haben, zu viel Respekt gehabt haben. Da war der SAK sicher besser. Zweite Halbzeit haben wir es dann ein bisschen offener halten können, das ganze Spiel. In Summe muss man fairerweise sagen, dass der Gegner sicher besser war. Das ist überhaupt keine Frage. Aber ich denke, mit ein bisschen mehr Mumm von Anfang an war heute vielleicht ein Punkt drinnen gewesen.